Es ist früh am Morgen. Hey, warum tragen wir diese Outfits? Und was ist mit meinem Bein passiert? Was war das denn für eine Party? Oh, warte mal eine Sekunde. Woher kommt dieser Strauß? Träumen wir nur? Es gibt nie einen guten Morgen nach einer Party. Oh, was ist letzte Nacht passiert? Wach auf! Schau dir das mal an! Warum tut mein Kopf so weh? Und warum tragen wir Hochzeitsoutfits? Alles fing damit an, als unsere Eltern übers Wochenende wegfuhren. Tschüss, wir werden euch vermissen. Na endlich! Es ist Partytime! Yay! Das wird der Hammer! Aber wir müssen uns anziehen. Zuerst Strumpfhosen. Oh, dieses ewige Problem. Ich kam mit dem Nagel ran. Und jetzt hat sie eine Laufmasche. Oh. Und jetzt ein riesiges schwarzes Loch. Das darf doch nicht wahr sein. Komm schon. Ah, ich habe eine Idee. Ich brauche meine Schere. Auf geht's. Wie gefällt euch dieses Design? Das steht mir. Heute muss alles perfekt sein. Aber meine Taille sieht nicht perfekt aus. Ich will, dass sie schmaler ist. Aber wie? Frischhaltefolie? Ja, gute Idee. Ich werde die Folie um die Taille wickeln. Los, weiter! Ah, Hilfe! Das hat wohl doch nicht so geklappt. Zum ersten Mal hat Frischhaltefolie eine Person gefangen genommen. Rettet mich! Ein Glück kommt meine Schwester und hilft mir. Sie wird mich befreien. Eine Party ohne Gäste? Das geht natürlich nicht. Wir müssen jetzt Einladungen für unsere Mega-Party verteilen. Wen sollen wir einladen? Hier kommen die ersten Kandidaten. Es ist witzig, die Reaktion zu beobachten. Einige sind aufgeregt, andere überrascht. Hey, leg dein Smartphone weg. Wir müssen dir was sagen. Hast du Lust auf eine mega coole Party? Es wird unvergesslich. Du solltest kommen. Jemand ist wohl nicht so begeistert. Okay. Es kommen sowieso viele Leute. Und weiter geht's. Hey, bleib stehen. Jetzt schleichen sich die Mädels an einem Kerl ran. Hey, Lust auf Party? Heute Nacht? Die Adresse findest du auf dem Flyer. Wir haben's echt drauf. Aber wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir müssen uns noch zurecht machen. Entspann, können wir uns später. Wir müssen erstmal alles einrichten. Daher stellen wir erstmal die Möbel um. Na bitte. Was für eine schwere Couch. Oh, hab ich dich verletzt? Du musst die Couch weiter wegschieben. Fertig. Okay. Aber warum tut mein Magen so weh? Was haben wir vergessen? Naja, wir hatten nur ungesundes Zeugs da. Chips, Süßigkeiten. Es ist keine ausgewogene Ernährung. Und noch ein paar Snacks. Ups. Ach, mach doch nichts. Wir kriegen das schon hin. Zwiebelringe liegen auf dem Boden. Ich puste einfach den Staub ab und die Gäste werden nichts bemerken. Und jetzt die Getränke. Gieß den Saft in den Getränkespender. Fertig! Bis jetzt läuft's doch super. Lass uns eine kleine Pause einlegen und tanzen. Aber wo sind unsere Gäste? Ob noch jemand kommt oder verbringen wir den ganzen Abend allein? Ja, es ist nervig zu warten. Die dachten bestimmt, wir wären durchgeknallt. Wie lange sollen wir denn noch warten? Ach Mann. Eine Party für zwei. Das ist alles andere als cool. Damit müssen wir uns wohl abfinden. Oh, ich glaube, ich habe was gehört. Hm, niemand da. Hab's mir bestimmt nur eingebildet. Ah, Überraschung. Wow, alle sind hier. Hey Leute, wir hätten echt nicht mehr mit euch gerechnet.
Lasst uns Spaß haben. Los, mach die Musik an. So sieht eine wirklich coole Party aus, stimmt's? Hey Hirsch, hör auf, Chips in der Ecke zu futtern. Lass uns tanzen. Dieser Abend wird unvergesslich. Oh ja, was für eine tolle Party. Es ist die perfekte Zeit zum Crowdsurfen. 1, 2, los! Wuhu! Los nochmal! Und noch einmal. Das macht richtig Spaß. Aber nicht jeder denkt so. Der Hirsch ruiniert alles. Hey, leg dein Smartphone weg. Oh nein! Wir haben sie fallen lassen. Oh, deshalb trage ich einen Gips. Okay, das macht Sinn. Ja, es kann auch nach hinten losgehen. Wie diese Verletzung. Oh, mein Bein. Es tut so weh. Oh, helft mir doch. Aber alle um mich herum beachten mich gar nicht. Und jemand anderes macht nur Fotos. Ich fühle mich gar nicht gut. Danke. Es gibt doch noch nette Menschen auf der Welt. Und meine Schwester hat mir geholfen. Die Gastgeberin hat sich in einen normalen Zuschauer verwandelt. Okay, das Bein wurde versorgt. Ich erinnere mich wieder langsam daran. Aber woher kommt dieses schreckliche Tattoo auf deinem Gesicht? Was? Welches Tattoo? Wenn du mir nicht glaubst, schau doch in den Spiegel. Oh Gott, was habe ich nur getan? Hey, entspann dich. Es ist kein echtes Tattoo. Siehst du? Daran kann ich mich gar nicht erinnern. Ob wir uns jemals wieder an alles erinnern werden? Du hast neben mir gesessen, um mich aufzumuntern. Ich glaube, du wolltest etwas Helium aus dem Ballon einatmen, um mich zum Lachen zu bringen. Aber etwas ist schiefgelaufen. Du hast das Bewusstsein verloren. Und dann kam eine Freundin mit einem Tattoo auf dem Arm. Wow, ich will auch so eins. Ja, klar. Dann sind wir im Tattoo-Shop gelandet. Kann ich auch so eins? Aber auf der Schulter. Oder auf dem Arm. Oder doch lieber hier. Oder wie wär's mit einem Gesichtstattoo? Dein Ernst? Also ich würde das nicht machen. Ein Glück hat die Tätowiererin eine bessere Methode für sie. Sie hat nicht eine Nadel genommen, sondern einen schwarzen Stift. Aber ich wollte ein Kätzchen. Du bist ein Künstler. Danke. Das ist dir wirklich gut gelungen. Hey, wir passen aber gut zusammen. Eine mit einem Gips und die andere hat ein Tattoo im Gesicht. Hey, wir haben aber noch eine Frage. Woher habt ihr diese Hochzeitsoutfits? Konzentriert euch. Stimmt, wir waren unterwegs. Wir wollten wieder zurück zur Party. Und ein vorbeifahrendes Auto ist in eine Pfütze gefahren. Und wir haben alles abbekommen. Von Kopf bis Fuß waren wir nass. Wir halten uns lieber von der Straße fern. Auf dem Rasen ist es besser. Aber wir können so nicht rumlaufen. Ah, ich weiß schon. Wir müssen hier rein. Hallo? Ist jemand hier? Komisch. Niemand scheint da zu sein. Da hängen so viele Klamotten auf den Kleiderbügeln. Sie sind sauber und trocken. Perfekt. Ich glaube, da kommt jemand. Nimm die Tasche und lass uns abhauen. Wir müssen die dreckige Kleidung loswerden und uns umziehen. Oh nein. Schau dir diese Outfits an. Das sind Hochzeitssachen. Oh, wow. Also, schwörst du, bei Krankheit und Gesundheit bei mir zu bleiben und immer verrückte Partys zu schmeißen? Und das bis in alle Ewigkeit? Oh ja, ich schwöre. Wir müssen nur nach Hause gehen. Diese Looks passen nicht wirklich zu uns. Was wohl die anderen sagen werden? Naja, die werden bestimmt so gucken wie dieser Typ hier. Der macht sogar ein Foto. Also, ich find's lustig. Wir sind endlich zu Hause. Alle Gäste sind schon weg. Wie das hier aussieht. Nur glänzendes Konfetti erinnert uns daran, was passiert ist.
Nein, nein, nein. Auf einer Bananenschale ausrutschen? Was kommt denn noch alles? Stimmt, ich wollte dir helfen und bin dann wohl ohnmächtig geworden. Deshalb tut mein Kopf so weh und deshalb konnte ich mich an nichts mehr erinnern. Was war das? Die Türklingel? Unsere Eltern sind hier. Oh, gleich gibt es Ärger. Wie fandet ihr unsere Partygeschichte? Würdet ihr auch so eine Party schmeißen? Schreibt es uns. Vergesst nicht, uns zu abonnieren und lasst auch einen Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst.